Hi Leute, willkommen zum neuen Fishing Point Video. Diesmal bin ich wieder hier am kleinen Vereinsgewässer. Es hat mir einfach keine Ruhe gelassen, dass ich jetzt zweimal schon hier war und nichts gefangen habe. Heute bin ich mit meiner Feeder-Ausrüstung hier und ja, jetzt zeige ich euch mal die Mischung, was ich anmachen werde. Angeln werde ich hier mit so Smoke Pop-Ups, das sind in Erdbeergeschmack in 12 mm. Dann habe ich hier so Fake-Maiskörner mit Geschmack, das sind ebenfalls in Erdbeergeschmack. Die werde ich heute auch probieren und da habe ich ein bisschen Liquid. Dann habe ich hier Mikropellets, die sind ebenfalls in Erdbeergeschmack. Und hier habe ich dann Grundfutter in Geschmacksrichtung Erdbeerfisch und Robin Red. Das dürfte eigentlich eine sehr gute Kombination sein. Robin Red ist ja sehr gut, sehr fängig. Habe ich hier schon sehr gute Erfahrungen gemacht. Also mit Robin Red Chili Boilies habe ich sogar schon Graskarpfen hier gefangen. Und ja, das werde ich heute nutzen. Ja, und jetzt mache ich mal die Mischung an, da werde ich auch noch Tiganus Liquid hineingeben. Hier werde ich jetzt nur die Hälfte einmal verwenden. Sollte eigentlich ausreichend sein, da der Angeltag ja eh nicht so lang sein wird. So, da habe ich jetzt Liquid für Karauschen und Karpfen. Das gebe ich komplett dazu. Das war sowieso nicht mehr viel. Und ein wenig Wasser. Nicht allzu viel. So. Und das werde ich jetzt ein wenig durchmischen. Die Mikropellets gebe ich erst später hinzu. Wenn das Grundfutter eine gute Konsistenz hat, ja, heute bin ich ganz vorne beim kleinen Vereinsteich, also sonst eigentlich immer hinten, aber heute bin ich hier vorne. Hier habe ich im letzten Jahr auch schon geangelt und konnte mit meiner Matchroute hier Karpfen, Karauschen und Weißfische fangen. Ja, und das werde ich versuchen heute zu toppen. Mal sehen, ob mir das gelingt. Beginnen werde ich dann mit dem Fake-Maiskorn mit einer gelben Farbe. Da sind nämlich verschiedenfarbige drin. Mit der gelben Farbe werde ich beginnen, einfach aus dem Grund, weil es da vom roten heraussticht. Und ja, das sollen ja die Fische auch sehen. So, und jetzt gebe ich noch die Hälfte vom Mikropellets dazu. Damit werde ich auch gleichzeitig anfüttern, also mit dieser Futtermischung. Normalerweise gebe ich hier auch noch Maiskörner dazu, also ganz normale Maiskörner, die es im Supermarkt zu kaufen gibt, aber heute lasse ich das mal, damit da nicht zu viel Gelb heraussticht, sondern nur, wirklich nur das Fake-Maiskorn.
das ich verwende, oder halt eben die Abtas oder Pop-Ups, die ich dann nutzen möchte. Und die sind zumeist gelb oder weiß. So, richtig durchmischen das Ganze. Und so schaut das jetzt aus. Also ich zeige das mal. Da sind auch weiße Flocken drin, also eine richtig gute Mischung. Und die Mikropellets, das lockert das Ganze auch auf. Aber mit dem Method Feeder Korb, da hält es auch sehr gut. Ich werde da jetzt noch ein wenig Tigernuss-Liquid dazugeben und dann sollte das auch schon passend sein. So, hier habe ich das. Das ist ebenfalls von der Timamix, so wie auch das Fake-Maiskorn ist ebenfalls von Timamix. Auch dieses Liquid für Karauschen und Karpfen war ebenfalls Timamix. Und da gebe ich nur ganz wenig dazu. Damit den Rest kann ich auch dazugeben. Damit das Ganze auch wirklich so jetzt noch einmal durchrühren. Jetzt ist es schon etwas zu nass. Deshalb immer nur die Hälfte. Also immer nur mit der Hälfte beginnen. Außer man hat wirklich das Ganze schon so verinnerlicht, dass man weiß, wie viel Wasser man benötigt. Ich bin heute nicht ganz in der Früh herausgekommen, es ist schon 10 vorbei, werde bis am Nachmittag bleiben. Ja, hoffe, dass ich heute ein paar Fische überlisten kann. Es ist hier bei uns ist ein Feiertag, natürlich die schwere Zeit jetzt, auch wegen diesem Coronavirus, ist ja auch ein Wahnsinn. Aber da ist das Angeln genau richtig, man kann abschalten. Na, so. Also, jetzt hat es die richtige Konsistenz. So, und jetzt werde ich die Rute zusammenstellen und ja, dann ein bisschen anfüttern und ja, dann zum Angeln beginnen. Da seid ihr dann wieder dabei. So Leute, ich werde mit einer Rute angeln. Mehr braucht man hier eigentlich nicht. Ich zeige euch kurz meine Ausrüstung. Also das ist wieder eine Rute von den Nevis, die Sprint Feeder Heavy bis 150 Gramm Wurfgewicht. Dann was nutze ich hier? So ein Method Feeder
Futterkorb mit 40 Gramm. Dann kommt noch das Gewicht vom Futter dazu. Und das war's eigentlich. Hier habe ich ein kurzes Vorfach mit, glaube ich, 12er Haken ist das. Und das war's auch schon. Und ja, ich werde jetzt ein paar Würfe anfüttern. Und ja, dann werde ich mit Fegmais beginnen und mal sehen, ob's was wird. So, da. So, nach dem ersten Wurf werde ich dann die Schnur einklipsen, einhängen, und damit ich weiß, wohin ich immer geworfen habe. Dort habe ich eine markante Stelle auf der anderen gegenüberliegenden Seite, und in die Richtung werfe ich dann immer. So, wie gesagt, jetzt die Schnur einhängen. Und so weiß ich immer, wo ich gefüttert habe und wohin ich auch werfen muss. Circa 10 Würfe mache ich jetzt mit Futter. Eigentlich ist es eine zu kräftige Fiederrute für diesen kleinen See. Ich habe auch die andere mit, die etwas leichtere bzw. etwas weichere. Aber ja, ich wollte eigentlich nicht beide Ruten hier jetzt montieren. Also drei Würfe habe ich schon gemacht. Ich mache jetzt die restlichen 7 und dann starte ich den Angeltag. So Leute, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Hier habe ich jetzt das Fegkorn, und ja, jetzt kann es beginnen. Ich habe 10 Würfe angefüttert und mal schauen, ob die Futtermischung auch das Richtige ist. Wie man hier sehen kann, das Fegkorn sticht schön heraus.
Und ja, eingeklipst habe ich die Schnur gelassen. So. Und jetzt heißt es, auf den ersten Biss warten. Ich hoffe mal, dass die Futterstelle schnell angenommen wird. Vorne sind jetzt zwei Angler, die dort angeln, wo ich normalerweise angle. Und ja, wie ich meine Sachen ausgepackt habe, habe ich gesehen, der eine hat gerade eine Karausche gefangen. Mal sehen, ich hoffe natürlich, dass ich mehr als eine Karausche fange. Aber natürlich habe ich keine Ahnung, wie das Futter angenommen wird, welche Fische drauf abfahren. Und das muss ich jetzt erst einmal herausstellen. Ja, sobald der erste Drill ist, der erste Fisch ist, seid ihr natürlich wieder dabei. So Leute, statt dem Fegmais habe ich jetzt schon ein Feederball drauf gegeben im Geschmack Mais. Hat aber auch nichts geholfen. Auf Fegmais war auch kein Biss. Jetzt werde ich das Ganze mal mit Maden testen. Ich habe jetzt ein paar Maden schon ins Futter hineingemischt. Die sind mit Knoblauchgeschmack. Das zeige ich euch. Also das ist so ein kleines Glas Maden mit Knoblauchgeschmack und da werde ich jetzt diese Maden direkt auf den Haken tun und ja, hoffe, dass ich dann Erfolg habe. Wenn die schon nicht auf Abtas, Pop-Ups und Feederball kommen die Fische, dann hoffe ich halt, dass die auf Protein kommen. Und ja, Maden sind Proteine und hoffentlich ja, bringt das jetzt einige Fische für mich. So Leute, kurzes Update. Also ja, bisher hatte ich nicht großartig Erfolg. Ich konnte eine Karausche mit dem Maden fangen. Das war es dann auch. Ein Fisch war am Haken dann. Also nach der Karausche war noch ein Fisch am Haken, den konnte ich nicht landen, der hat irgendwie die Schnur durchgeschnitten, also das geflochtene Vorfach, keine Ahnung was es war, ich tippe mal, dass es ein Katzenwels war mit seinen feinen Zähnen, hat er wahrscheinlich die geflochtene Schnur durchtrennt, denn ich habe Widerstand gespürt, keine Ahnung, ja. Jetzt probiere ich noch das andere Fegmais mit dem Tintenfischgeschmack und ja, mal sehen, ob ich damit Glück habe. So Leute, eine Karausche aufs Fegkorn.
Ja, die Bisse sind ganz zögerlich, ganz zaghaft. Also man muss da schon genau hinschauen. Ja, jetzt bei dieser etwas größeren Karosche war es halt ein stärkerer Biss, aber so richtig in Beißlaune sind die Fische noch nicht. Ja, ich werde jetzt noch ein bisschen weitermachen. Das war jetzt auf das Fake-Mais mit dem Tintenfischgeschmack. Darauf ist er wieder gekommen. Ja, werde wieder auf dieselbe Stelle werfen und schauen, vielleicht habe ich noch mal Glück. Vielleicht kann ich noch zuletzt einen Karpfen überlisten. Also zwei Karauschen waren es bisher und ein Fisch, den ich nicht landen konnte. So, wieder ein Fisch. Wieder eine Karausche. So Leute, mit dieser Karausche werde ich auch den Angeltag beenden. Das ist die dritte Karausche und ja, leider keinen Karpfen fangen können. Ja, einige Bisse gehabt. Aber ja, nur drei Karauschen fangen können bzw. landen können. Karpfen, keine Spur, keine Ahnung wieso. Ich habe alle Köder durchprobiert. Ja, Karpfen haben sich keine blicken lassen. Es war heute ein schöner Angeltag, also Sonnenschein, aber es war saukalt. Ja, ich habe Pulli, dann Weste, Jacke an und mir ist trotzdem kalt. Und ja, deshalb jetzt werde ich auch den Angeltag beenden. Wie gesagt, drei Karauschen auf der Habenseite, sonst nichts von Karpfen, keine Spur von Karpfen, Graskarpfen überhaupt nicht. Ja. Hat nicht so sollen sein, also die Rechnung ist zwar halb aufgegangen, also ich konnte Fische überlisten, aber leider nicht den Zielfisch und ja, das ist halt etwas enttäuschend, aber dafür einen schönen Tag gehabt von diesem Corona-Wahnsinn, Irrsinn ein wenig entfliehen können und ja, Leute, passt auf euch auf, bleibt gesund. Und ja, ich wünsche euch ein Petri Heil und wir sehen uns im nächsten Fishing Point Video.